Us Dragons. Sehr gut. Uniform ist bestimmt sauber. Hände vor. Wir grüßen den Großmeister. Us. Hände vor zu Hause. Us. Und jetzt wird eingeschwitzt. Us Dragons, euer Programm für heute. Warm-up. Jumping Jacks, Liegestütze, Squats. 30 Wiederholungen, 3 Runden. Technik 1. Keylock Americana aus der Side Control links und rechts 30 Mal. Technik 2. Keylock Kimura aus der Side Control links und rechts 30 Mal. Power und Conditioning. Handstand oder Liegestütz, T-Shirt anziehen 10 Mal. Stretch und Cooldown. Single Bendover links und rechts, Double Bendover und Cobra. Jeweils 10 Sekunden halten, 3 Runden. Us Dragons, euer Warm-up-Programm für heute. 3 Übungen. Jumping Jack, Liegestütz, Kniebeugen. Alle 30 Wiederholungen. Was bedeutet? 30 Mal Jumping Jack. Schön große Bewegungen tief durchatmen. Danach, wenn ihr das geschafft habt, 30 Liegestütze. Hier machen wir verschiedene Varianten. Den klassischen Liegestütz für alle und vor allem für die Muay Thai-Leute unter euch auf der Faust. 30 Liegestütze auf der Faust. Und danach 30 Kniebeuge. Tief runter, gerade Rücken, Brust nach oben, tief runter in die Squat-Position. Wenn ihr das geschafft habt, tief durchatmen, 30 Sekunden, heute ist der 30er Drill. Und danach noch einmal. Jede Übung dreimal wiederholen insgesamt, dass ihr insgesamt auf 90, 180, 270 Bewegungen kommt. Hände vor, durchatmen, Russ, los geht's. Us-Dragons, erste Technik für heute, der Keylock oder auch Amerikaner genannt. Hierbei geht ihr zum Partner runter in die Seitencontrol, Knie sind eng dran, Hüfte, Druck von oben drauf, nicht von der Seite, damit ihr nicht abgeworfen werden könnt. Schön von oben mittig den Druck drauf nehmen, Ellbogen ran und ihr packt seine Hand, die oben Richtung seines Kopfes zeigt, greift nach dem Handgelenk, geht unten drunter durch, greift euer eigenes Handgelenk für eine stabile Verbindung. Danach zieht ihr euren Ellbogen und seinen Ellbogen Richtung seines Gürtels, Richtung seines Bauchnabels und rotiert ihn langsam nach oben, während sein Handgelenk konstant Kontakt zum Boden hält. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht in die Luft, sonst ist der Druck raus, sondern sein Handgelenk muss konstant Druck auf den Boden haben. Ihr rotiert schön nach oben, bis der Partner tappt. Hierbei wichtig, wenn ihr mit einem Trainingspartner zusammenarbeitet, keine ruckartigen Bewegungen, nehmt euch die Zeit, auf den Partner zu hören, wenn er klopft, wenn er reagiert, sofort loslassen, ausschütteln, tief durchatmen. 30 Mal Keylock Amerikaner auf dem einen Arm und dann auch auf dem anderen. Beide Seiten werden geübt. Us. Us Dragons. Zweite Technik für heute, der Kimura, der Keylock auf der anderen Seite, das Pendant, das Gegenstück zu unserer ersten Technik. Hierbei die gleichen Grundprinzipien. Was bedeutet, wir sind in der Side Control, Knie sind dran, Hüfte ist dran, Ellbogen sind dran, schön Tight Control. Nun zeigt allerdings seine Hand unten bei seiner Hüfte. Er greift nach seinem Gürtel, er versucht seine Hand hinter seinem Rücken zu verstecken, dass ihr nicht den Arm angreifen könnt. In dieser Situation benutzt ihr diese Technik. Ihr greift nach seinem Handgelenk, geht mit eurem Ellbogen wieder unter seinem Ellbogen durch, greift euer eigenes Handgelenk, schön stabile Verbindung schaffen. Nun allerdings rotiert ihr ein bisschen mit eurem Oberkörper Richtung seiner Brust, damit er sich nicht aufrichten kann. Jetzt hebt ihr ihn an und versucht den Arm unter seinem Rücken durchzuschieben und dadurch wird sein Ellbogen und seine Schulter verdreht. Anders da als bei der ersten Technik, wo der Arm nach oben gepresst, nach oben gezogen wurde, würde diesmal nach unten gezogen. Gleiches Prinzip, die Schulter und der Ellbogen werden angegriffen, auch hier wieder. Achtet auf euren Trainingspartner, nicht so ruckartig, schön langsam und kontrolliert. 30 Mal auf der einen Seite, 30 Mal auf der anderen Seite. Tief durchatmen und schön mit dem Trainingspartner zusammenarbeiten. Kimura, Keylock, Technik 2. Us. Us Dragons, wer auch zu Hause einen Trainingspartner sich nachbauen will, schaut auf unsere Facebook-Seite, auch da gibt es ein kleines Tutorial. Also, Vollgas. Us. Us Dragons, Power and Conditioning ist angesagt. Heute für euch T-Shirt anziehen im Dragon Gym Style. Das bedeutet, wir gehen zu einer Wand, laufen an dieser Wand rückwärts nach oben und im Handstand ziehen wir dann das T-Shirt an. Sauber, erst die eine Hand, dann die andere, hoch über die Schultern ziehen, Kopf rein und dann, wenn ihr noch ein bisschen an eurer Koordination arbeiten wollt, einfach mit einer Vorwärtsrolle wieder absetzen. Wichtig hierbei, wenn ihr das noch nicht so gut könnt, beziehungsweise noch nicht so ein Körperspannungs- und Koordinationslevel habt, geht nicht so hoch, lauft einfach so hoch ihr könnt an der Wand oder nimmt eine Alternative.
einen hohen Stuhl, eine hohe Box, irgendwas, wo ihr die Beine auflegen könnt, Heizkörper, irgendwas, dass er zumindest in die Parallele, wenn nicht in die Schräglage kommt. Wenn ihr jetzt noch komplett Koordinationsprobleme habt oder auch Körperspannungsprobleme, im ersten Level, Level 1, macht es im Liegestütz. Und dann habt ihr versucht, so hoch wie möglich zu kommen in irgendeiner Variation, dass ihr die Füße auf irgendwas ablegt oder im Idealfall an der Wand sogar nach oben lauft. Wenn ihr es geschafft habt, tief durchatmen, insgesamt 10 Wiederholungen bei dieser Übung. Konzentriert euch, nehmt euch Zeit zum Bedarf, damit euch nichts passiert, legt ein Kissen oder irgendwas drunter, damit ihr nicht abstürzt. Also 10-mal T-Shirt anziehen im Handstand oder Liegestütz in diesem Levelbereich. Los geht's. Us. Us-Trainings, Stretch und Cooldown. 3 Übungen. Single Bendover links und rechts, Double Bendover und die Cobra. Jede Übung 10 Sekunden halten, tief durchatmen. Erste Übung Single Bendover. Wir strecken das linke Bein aus, das rechte Bein, die Hacke kommt eng ran, Oberkörper raus und wir kippen oben drüber mit der Leiste, versuchen wir zum Boden zu drücken und versuchen so aufrecht wie möglich zu bleiben, uns dabei nach vorne zu lehnen, nicht zu buckeln. Hier langsam bis 10 Zählen tief durchatmen. Wir wechseln dann auf die andere Seite, genau das gleiche, anderes Bein ausstrecken, rechts raus, linke Hacke ran, tief drüber dehnen, auch hier wieder mit der Leiste den Druck nach vorne suchen, nicht buckeln. Danach Beine ausschütteln, Double Bend Over. Wie schon heißt, machen wir jetzt das gleiche, nur auf beiden Seiten gleichzeitig. Das bedeutet, Beine weit auseinander in eine weite Grätsche, Hacken ein bisschen anziehen, Brust nach oben, Hüfte anspannen und mit der Leiste nach vorne pressen, nicht buckeln. Hier auch so weit es geht nach vorne strecken, tief durchatmen, sauber bis 10 Zählen und genießen. Dann letzte Übung, die Cobra. Wir legen uns flach hin, Hände fest in den Boden, pressen uns nach oben in eine in ein Hohlkreuz sozusagen und atmen tief durch, auch hier so weit es geht nach oben strecken, 10 Sekunden halten. Wenn ihr das geschafft habt, kurz alles ausschütteln, lockern und danach alle Übungen noch zweimal machen, dass ihr insgesamt 3 Übungen habt, von jeder Übung 3 Durchgänge. Aus! Us Dragons, sehr gut, Hände vorne. Wir grüßen den Großmeister, Us, auch zu Hause, Us. Wessen Kämpfer sind Tim? Dragon Jim. Us.